Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Und ich bin Dara. Das waren noch nicht alle Trainer. Nö, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das waren nicht alle Trainer. Da bin ich mir sicher. Ja. Oh Gott, das waren nicht alle Trainer. Machen dir unsere Psychkräfte Angst? Nee, mir macht gerade Angst, dass ich nicht alle Trainer mitnehmen kann. Flügelschlag und das Ding ist weg. Flegmon, Flegmon! Ich hasse es, wenn ich nicht alle Trainer besiegen kann. Oh, und ich hasse auch diese kleinen Lags. Ich weiß nicht mal, warum es sie gibt. Tantimus. Ah, Säune also. Psystrahl. Ah, dann kann ich jetzt mal Mimikry austesten. Oder auch nicht. Nee, ich heil auf, danach teste ich es. Okay. Reflektor. Ach, Hauptsache ich kann's zeigen. So, jetzt haben wir eben Reflektor. Und auch nur für diesen Kampf. Kann manchmal ganz... Manchmal. Kann manchmal ganz nützlich werden. Weil denn? Wenn der Gegner einen Stärkel hätte... Ach ja. Kadabra. Und besiegt. Angriff. Es ist jetzt ein... Ja. Ich glaube es nicht. Der verloren. Ist es jetzt ein Zeichen oder wie? Psycho-Pokémon fürchten sich nur vor Käfern und Geistern. Und Unlicht-Pokémon. Darfst du nicht vergessen. Vor Unlicht-Pokémon sogar am meisten. Weil sie Unlicht-Pokémon nicht angreifen können. So, wenn ich jetzt hier hingehe, ja, war ich schon, das weiß ich. Das war gleich der erste oder der zweite Trainer. Okay. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Also einen Trainer gibt es auf jeden Fall noch, den haben wir auch gerade gesehen. Wo die vier Teleporter näher an ihr dran sind. Genau, ich versuche mal mit Säure. Okay. Zugabe. Mhm. Ja, das war so cool. Bitte noch mehr Säure in mein Gesicht. Zauberblatt. Kadabra, ja, Säure dürfte auch ziemlich wehtun. Wegen der geringen Verteidigung. Ja, bei Zugabe können wir eben für lange Zeit nicht aussuchen, welche Attacke wir einsetzen. Rollentausch, was bringt das nochmal? Komplett Bedroher, okay, okay. Okay, dann macht der Rollentausch genau dasselbe wie Wertewechsel. Aha, aha. Berthold, das ist unfassbar.
Sabrina hat den Karatemeister in der Arena nebenan besiegt. Nee, das war der ganz unten. Oder? Ja. Das kann doch nicht sein. Alter, was ist das? Nee, den hatten wir gerade. Mal hier hin. Ach, genau, okay. Ja, dann hätte ich eigentlich alle. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich ja Respekt vor ihr. Amanda. Wie die Augen von den Exorzisten sind, das ist ja gruselig. Und bis. Bis bald. Alpollo, ja. Oh, ich dachte schon, ich hätte das Ding geschrottet. Den Emulator. Oh, hat mir gerade Angst gemacht, der Bluescreen. Für den einen Frame da. Ich bin nicht gut genug. Sind zwei Gegner gleich stark, so wird der entschlossenere Kämpfer gewinnen. Wenn du Sabrina schlagen willst, konzentriere dich auf den Sieg. Okay. Ich meine, das waren jetzt alle Trainer. Wirklich? Ja. Okay, mal den Teleporter austesten. Dich habe ich auch wirklich, ja. Mal den hier. Ja, okay. Hä? Okay. Nee. Hier, oder? Nee. Okay. Dann weiß ich ja zumindest, wo lang. Runter. Links. Gleich wieder runter. Nee, gleich wieder links, genau. Und der Arena-Leiterin stellen. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seitdem ich ein Kind war. Seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. I-A-I-A-O-A. Kadabra. Der Sprite sieht so hässlich aus von der... Schlafpuder. Oh, 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 oh. Bitte treff, bitte treff. Na. Oh Gott, okay. Perfekte Kombo. Ich weiß nicht, was jetzt mehr Schaden machen würde. Zerschneider oder Gigasauger? Nee, Gigasauger macht niemals so viel Schaden. Und außerdem reicht das ja auch aus. 5-3-Hit. Ja, okay. Dann ist das Ding jetzt endlich mal weg. Ja, der Volltreffer war egal. Pantimos, Pantimos! Los, Schlaffuder! Reflektor lässt nach, das ist gut. Ich probiere mal Gigasauger aus.
Aber ich meine, das macht sehr wenig Schaden auf dem. Obwohl es geht. Jetzt teste ich mal. Ach komm, leck mich doch. Ich hasse diese One-Ton-Steeps. Das nervt einfach nur. Ja, okay. Ach nein, das ist doch langweilig. Timos, ich fick dir gleich ins Gesicht. Und mit Glück haben wir noch mit wenigen KP überlebt. So, weh, du triffst jetzt nicht. Ich sehe gar nicht ein zu wechseln. Nee, dann würde ich ja kapitulieren. Nee, auf keinen Fall. Alter, wie lange bist du denn verwehrt? Was ist das denn für Scheiße? Psychstrahl. So, wer hat wen KP? Okay, du. Du wirst es ja nicht aushalten. Bitte verreck schnell. Ja klar. Überlebt es nicht. Überlebt es, genau, so rum. So, weg mit dir. So, das war ein Opfer-Pokémon. Okay, eingeschlafen. Okay. Macht etwas mehr Schaden. Sehe. Ja. Wenn du sehen willst, dann geh zum Augenarzt oder sowas. Oder kauf dir eine Brille. Bei ihren anderen Pokémon setzt sie das nicht ein, aber gerade. Ach, das ist mir. Ne. Okay, der Level ist wenigstens mal was Anständiges. Okay, da haben sich die ganzen Zinks ja gelohnt. Nein, das gibt's nicht, oder? Ich will das gar nicht mit anderen Pokémon machen. Nee, nur mit Samen. So stur bleibe ich jetzt. Jetzt wach doch auf, du... Echt, das ist doch nicht zu fassen. Alter, warum knallst du keine Psychokinese raus? Dann wäre das Ding doch weg. Was soll der Scheiß? Ach, Mann. So, was kann ich denn Unnütziges machen? Los, Hyperball. Meine Fresse. Hm.
Muss ich jetzt so die Runden überbrücken, oder wie? Ja, endlich, nach 2 Runden. Jetzt kommt dieser verfickte Seher auch noch auf uns Arm rauf. Oh, das ist doch blöd. Ja, macht doch gleich noch mehr Schaden. Okay. Ja, der Part wird länger. Los, Gigasauger, und heil dich damit auf. Okay, zumindest keine Top-Genesung. Okay. Das heißt, es schläft weiter. Das ist sehr gut. Ja, ja. Wieso schlug das jetzt fehl? Was ist das denn? Ja, geil. Es schläft richtig lange. So soll das sein. Meine Fresse. So, jetzt Omot, das Lieblings-Pokémon der Buddhisten. So. Fünf Prozent, dass es daneben geht. Ich will das so gar nicht mehr sagen. Alter, das ist doch nicht die... Oh Mann, was ist das? Ja, endlich! Ja, jetzt triff. Gut. Meine Fresse, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein. Jetzt kommt auch noch ein Hypertrank, was ist das denn? Oh. So, gleich habe ich keine Tränke mehr. Weh, du verwirrst jetzt. Weh. Wieso macht die ganze Sache jetzt weniger Schaden? Was soll der Scheißdreck? Ich verstehe langsam gar nichts, weil Superschall, ja. Steck dir den Superschall in deinen Arsch. So, endlich. Ich bin erschüttert, aber alles. Aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Ja, Sumpforden, Seelenorden. Die Orden scheinen vertauscht zu sein. Ja. Ja, unter Kontrolle, ja, diese TM. Ja, wird direkt verkauft.
Theoretisch könnte jeder die Psychokinese lernen. Viele wissen es nur nicht. Was muss ich jetzt eigentlich als nächstes im Spiel machen? Achso, Sumpforden, Seelenorden, die sind anscheinend vertauscht. Denn Sumpforden passt ja eher zu einer Giftarena. Und der Seelenorden auch eher zu Psycho. Ich überlege gerade, was. Hä? Wie geht es jetzt weiter im Spiel? Ah, okay. Tschüss, bis zum nächsten Part.